Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Neuerscheinungsvideo, dieses Mal für den Dezember 2024, der letzte Monat in diesem Jahr. Dieses Jahr verging irgendwie wieder besonders schnell. Normalerweise ist für mich im Dezember eher nicht zu holen. Dieses Jahr ist meine Liste erstaunlich lang, zumindest so von potenziellen Kandidaten. Dementsprechend nicht allzu viel Rede drumherum, unten in der Infobox die Timeline, wenn ihr zu bestimmten Büchern springen wollt. Wir beginnen in voraussichtlich chronologischer Reihenfolge. Wir starten mit dem 2. Dezember. Dort erscheint Die Duellanten, ein historisch angehauchter New Adult Liebesroman. Tatsächlich, wie ich mir es vorstelle, was ich davon erwarte, nur ein historisches Setting von Mailand 1850. Es wird mir im Werbetext versprochen, dass wir hier trotzdem ein feministisches Weltbild haben, beziehungsweise eine starke Protagonistin, die nicht einfach nur verheiratet werden will, die ein bisschen mehr was von ihrem Leben erhofft, die eine Leidenschaft für das Fechten hat. Eine Kampfkunst, die der weiblichen Welt damals eigentlich nicht zur Verfügung stand. Schon allein daraus hinaus, sondern ein gewisses Empowerment. Es ist natürlich immer noch ein Liebesroman, das wird im Fokus stehen. Wir haben hier einen Duellanten, der berühmt ist für seine Fechtkünste. Und zwischen den beiden entspinnt sich dann eine Liebesgeschichte. Eine, wie es scheint, etwas spicige Geschichte. Aber was ich hier auch ganz gut fand, ist, es wird hier als Slowburner angepriesen. Bedeutet für mich, dass das hier nicht danach klingt wie Liebe auf den ersten Blick und sie ist sofort hin und weg und alles dreht sich nur noch um ihn, sondern dass sich hier tatsächlich eine Entwicklung vonstatten findet, was ich prinzipiell immer so ein bisschen besser finde, weil sich daraus schlicht und ergreifend besser eine Geschichte draus entwickeln kann. Halt eine Erzählung, ihr versteht. Wir haben hier auch das Prinzip von Enemies to Lovers, wie es heißt. Wenn es gut erzählt wird, wenn nicht so sämtliche feministischen Grundwerte so komplett über Bord geworfen werden, kann das was sein. Eine eher locker leichte Unterhaltung, aber warum denn nicht? Warum nicht auch den Dezember so ein bisschen leichter vonstatten gehen lassen? Dementsprechend hier auf der Liste. Gleiches Datum, gleicher Verlag, ähnliches Genre. Ebenfalls 2. Dezember erscheint dann Like Fire in the Night. Eine mitreißende Rockstar-Romance in New York. Ich musste so ein bisschen an. Und jetzt geht's los. Dieses Buch hatte zwei verschiedene Cover mit zwei verschiedenen Titeln. Wenn ich bleibe, hieß es. Also zumindest meine Ausgabe. Wie gesagt, ich glaube, da gab es nochmal ein anderes Cover, auch mit anderem Titel. Aber wie der heißt, weiß ich nicht. Da gab es auch eine Buchverfilmung von. Egal. Aber so vom Feeling her hat mich das so ein bisschen, oder das ist das, was ich mir erhoffe, auch von diesem Buch. Wir haben Ivy, die praktisch über Nacht zu einem weltbekannten Rockstar wird. Und Milo, ein Journalisten, der mehr über sie herausfinden soll. Und natürlich hat sie auch eine düstere Vergangenheit, von der sie eher nicht möchte, dass das jeder erfährt. Was Milo natürlich so ein bisschen in die Bredouille bringt. Ne? Also entweder bringt er diese Story, kann seine Miete davon bezahlen oder er entscheidet sich für sie. Denn natürlich, es ist hier immer noch ein Romance. Ne? Wir wissen, was passieren wird. Also es klingt schon nach sehr viel Drama. Vielleicht auch so ein bisschen überzogen. Aber wie gesagt, das war bei Wenn ich bleibe auch so, und dort hat es mich überhaupt nicht gestört, weil es literarisch dann erzählerisch eben doch so aufgegriffen wurde, dass das Mitfühlen, dass es emotional war und nicht so kitschig oder so völlig überdramatisiert, sondern da steckte tatsächlich auch einfach viel hinter. Das könnte hier, wie gesagt, auch so sein, hängt etwas von der Autorin ab. Und damit sie jetzt spontan nichts sagt, ich glaube, ich habe noch kein Buch von ihr gelesen, bin ich mir eben nicht so sicher, wie sich das hier verhalten wird, kann, muss nicht. Einen minimalen zeitlichen Sprung machen wir zum 4. Dezember voraussichtlich. Dort erscheint dann, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Slytherin? Keine Ahnung. Die Geschichte einer Hexe mit zahlreichen Illustrationen. Eine Hexengeschichte. Ich habe ein Faible für Hexengeschichten. Eine Geschichte geheimer Magie und Schrecken, wie sie nur der dunkle Fantast Broom erzählen kann. Ich kenne ihn nicht, allerdings der Fester Verlag ist bekannt für seine eher düstere Fantasy, für auch seine Horrorwerke. Dementsprechend klingt das schon allein deshalb spannend atmosphärisch, auch das Cover verspricht das so ein bisschen. Die Handlung spielt in Connecticut 1666, dreimal die 6, na, so ein Zufall. Ich bin mir bei diesem Buch nicht sicher, wie doll tatsächlich historisch exakt es ist. Ich könnte befürchten, dass das vielleicht sogar tatsächlich so ein bisschen zu doll ist, weil das würde die Geschichte potenziell so ein bisschen langweiliger machen. Aber wie gesagt, gleichzeitig verspricht es eine Düsternis, eine sehr atmosphärische, spannungsvolle Geschichte zu sein. Und wie gesagt, ich mag einfach die literarische Figur der Hexe, wenn sie eben nicht plötzlich fast schon zu einer Fee mit Glitzer und so ein Quatsch mutiert, sondern wenn es eben düster und atmosphärischer bleibt. Es verspricht, ein historischer Horror zu werden, es verspricht, blutig zu werden. Kann, muss nicht. Vielleicht ist das Buch hier auch so ein bisschen drüber. Aber irgendwie, es sind schon allein, weil Hexen drin vorkommen.
Wir bleiben beim Hexenthema, gehen allerdings ins gegenteilige Kontrast. Voraussichtlich 5. Dezember erscheint jetzt der dritte Teil von Kikis kleiner Lieferservice, dem japanischen Klassiker des, wie ich doch hoffe, weltberühmten Verfilmung der Ghibli-Verfilmung. Ich mochte den Ghibli-Film sehr. Mir war nicht klar, dass das auf einer Buchreihe basiert. Wobei die Verfilmung hauptsächlich den ersten Teil widerspiegelt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie gesagt, jetzt in die dritte und letzte Runde. Und da sei dazu gesagt, das hier ist ganz klar ein Kinderbuch. Es ist durchaus so geschrieben, dass ich durchaus noch meine Freude an diesem Buch habe, auch als eine erwachsene Person. Aber es hat durchaus so einen Coming-of-Age-Flair, so eine Coming-of-Age-Message immer so mit dahinter. Es geht viel um sich selbst zu definieren, sich selbst zu erkennen, eben erwachsen zu werden, so seinen Platz zu finden in der Gesellschaft auch, in der man sich begibt. Hier kommt nur noch hinzu, dass in ihrer Stadt eine zweite Hexe auftaucht, was ja anscheinend völlig unüblich ist in dieser Welt, so pro Stadt immer nur eine Hexe, die sie nochmal so ein bisschen so eine Identitätskrise hineinwirft. Es ist grundsätzlich eine süße Geschichte, aber ich mochte die ersten beiden Bände sehr, dementsprechend gehe ich davon aus, dass mir auch der dritte Teil ganz gut gefallen wird. Zeitlich einen etwas größeren Sprung zum 14. Dezember. Dort erscheint Niemandswelt. Als ich mich verlor, habe ich dich gefunden. Das ist jetzt eine neue Reihe aus der Feder von Carina Bartsch. Eine Dystopie, Herrschaftskinder. Das war lange Zeit in meinen sehr jungen Erwachsenenjahren, späten Teenie-Jahren, wie auch immer man es nennen möchte, meiner absoluten favorisierten Genres. Mittlerweile habe ich dieses Genre fast so ein bisschen aus den Augen verloren, beziehungsweise eben nicht mehr so die Vertreter gefunden, die mich tatsächlich abgeholt hätten. Und schon alleine, weil es Carina Bartsch ist, möchte ich diese Reihe gerne lesen. Mindestens den ersten Teil. Das scheint ja hier eine mehrbändige Reihe zu werden. Ich glaube, wo war der Stand? So bei 5 Büchern, also um die 500 Seiten. Da steckt einiges an Geschichte dahinter. Wir befinden uns hier in Alaska im Jahre 2196. Die Rahmenbedingungen sind so ein bisschen kann, muss nicht. Also wir sind hier in einer Gesellschaft, die hier von Frauen dominiert wird, weil der durch den von Männern verursachte Dritte Weltkrieg die Menschheit praktisch fast in die Knie gezwungen hätte. Dementsprechend wurden ihnen alle Rechte genommen. Jetzt herrschen die Frauen. Ach, das ist so ein Muster, so ein Thema. Ja, schon klar, welches Motiv dahinter steht, natürlich auch zu so zeigen, dass so generell es egal ist, ob es das Patriarchat ist oder das Matriarchat, dass die faschistischen Grundstrukturen dahinter immer, also dass das eigentliche Problem ist, nicht das Geschlecht, das ist austauschbar. Da sind allerdings feministische viele Fallstricke drin, ne, die man dort drehen könnte. So, das ist so eine Stolperfalle, wo ich mir denke, oh, schwierig, kann, muss nicht. Und wie die Autorin steht für mich unter dem Zeichen von ja, da kann auch durchaus eine Love Story im Vordergrund stehen. Es wird ein viel drumherum geboten, beziehungsweise auch die Geschichte selbst wird immer viel Blick drauf gegeben, viel Wert drauf gegeben, diese wirklich zu erzählen. Plus vielleicht sogar wieder so einen kleinen Rückhall von meinem ehemaligen Lieblingsgenre. Vielleicht zieht mich das auch wieder so ein bisschen zurück in die Welt der Dystopien. Wir machen erneut einen zeitlichen Sprung zum 23. Dezember. Dort erscheint A Dark and Drowning Tide. Wie es hier heißt, zwei Rivalinnen, ein Mord, eine düstere, märchenhafte Welt. Genau das verspricht ja auch dieses Cover, ne? Ist ja wahnsinnig schön anzusehen. Und genau diese Stimmung, die dieses Coverbild vermittelt, genau das erhoffe ich mir eben auch von diesem Buch. Wir haben hier auch wieder eher so ein historischeres Setting mit einer adligen Gesellschaft, gekoppelt mit so Dark Academy-Vibes. Also wir haben hier eine Universität, wir haben zum einen Lorelei, die für ihre Professorin halt irgendwie, keine Ahnung, mit ihr zusammenarbeitet, Aufgaben übernimmt. Ein weiterer Schützling ist allerdings Sylvia von Wolf, die sich beide nicht so sonderlich gut verstehen, die auch so ein bisschen mysteriös daherkommt. Dann kommt es zu irgendeinem Fall, wo die Professorin ermordet wird und jetzt müssen die beiden rivalisierenden Kommilitonen diesen Mordfall irgendwie aufdecken und nun zusammenarbeiten. Ich muss sagen, es ist hier vom Lux Verlag. Ein Verlag, was ich zugegebenermaßen abgestempelt habe, weil das für mich sinngemäß für wirklich genau diese furchtbar katastrophalen New Adult Roman steht, die null Werte haben, jedenfalls keine guten, keine, die ich auch nur im Entferntesten unterstützen würde. Ich verband diesen Verlag mit einer niveaulosen Unterhaltung. Bringen wir es auf den Punkt. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, ist das so ein Bild, was sich mir vermittelt hat, das ist jetzt schon auch schon ein paar Jahre alt. Und ich habe, glaube ich, noch nie
weiter ein Buch aus diesem Verlag gelesen, nach dieser ganzen Welle, die da eben so rauskam. Deshalb weiß ich nicht so genau, wie ich dieses Buch hier einordnen soll. Wäre natürlich auch irgendwie Quatsch, so ein Buch allein aufgrund des Verlages keine Chance zu geben, weil jeder Verlag hat seine guten und seine Schundbücher. Wenn ich allerdings hier auch lese, dass mir eine poetische Sprache versprochen wird, oh, immer so ein bisschen schwierig. Also immer poetisch, wenn es hieß, eine poetische Sprache, war es in der Regel so leicht gestelzt, geschwollen, immer so ein bisschen kann, muss nicht. Sag ich heute häufig, kann das sein? Es ist nicht unbedingt für mich etwas, was mich ansprechen muss, sagen wir es so. Aber hier verbindet cleveres Worldbuilding. Und danach klingt es durchaus, ne? Also so dieses Dark Academy-Feeling gekoppelt mit so ein bisschen Fantasy, vielleicht auch so ein bisschen Blut. Ich hoffe nicht zu sehr krimilastig wegen Mordaufdecken und so. Das ist eher nicht so mein Genre. Um uns alle mit dieser atmosphärischen Fantasy voller märchenhafter Erzählungen, packenden Intrigen und romantischer Spannung umzuhauen. Natürlich ist das ein Werbetext. Muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber wenn das so hinkäme, wenn das tatsächlich eingehalten werden kann, dieses Versprechen, könnte das hier ein gutes Buch sein. Wir gehen zum Ende des Jahres, zum 27. Dezember. Dort erscheint jetzt als Taschenbuchausgabe Die Unabhängigen. Ebenfalls ein historischer Roman, ein englischer Überraschungserfolg. Und natürlich habe ich davor noch nie was davon gehört. Jedenfalls nicht bewusst. Ehrlich gesagt, ich bin völlig unfähig, diesen Inhalt hier zusammenzufassen. Also es ist hier irgendwie, diese Geschichte erstreckt sich über Jahrhunderte. Ich glaube so 4, 5 Jahrhunderte lang. Über die Geschichte von Frauen, wahrscheinlich aus einer Familie. Männer haben versucht, sie zu zähmen, aber die Kraft der Wayward-Frauen, wie auch immer, sprengen alle Fesseln. Drei Frauen kämpfen in drei verschiedenen Zeitaltern um ihre Unabhängigkeit, aber ihre Geschichten sind weitaus enger verwoben, als es anfangs scheint. Also dieses Buch ist mal wieder etwas literarischer, etwas anspruchsvoller, auch in der Art wahrscheinlich, wie es erzählt wird. Da das, wie gesagt, hier eine Taschenbuch- oder jetzt als Taschenbuchausgabe erscheint, mein favorisiertes Format, würde mich mal interessieren, ob jemand von euch dieses Buch bereits vielleicht in der Hardcover-Ausgabe gelesen hat und mehr darüber berichten kann, ob das jetzt hier ein Blick wert ist oder nicht. Auch hier wie natürlich wieder zeitbedingt so ein bisschen mit so einer Hexenjagdgeschichte verwoben, starke Frauen in der Historie häufig als Hexen dann angeklagt. Wie gesagt, kann verdammt gut sein. Bin mir so ein bisschen so wirkt. Mich würde interessieren, ob jemand von euch schon bereits Erfahrung mit diesem Werk gemacht hat. Gleiches Datum, 27. Dezember, erscheint auch Awakened. Mitreißende Urban Fantasy mit faszinierendem Worldbuilding. Wir haben hier drei junge Menschen, einen uralten Fluch und eine Magie, die die Welt verändern könnte. Bei dieser Welt, die mir hier geboten wird, bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob das wieder so eins dieser Bücher ist, wo man ein bisschen schwerer in die Welt hineinkommt. Denn ich habe mir den Klappentext durchgelesen, bin mir nicht so ganz sicher, was mich erwartet. Irgendwas, wie gesagt, war daran. Es hat Potenzial, aber wie gesagt, das könnte auch wie so ein bisschen ausufernd sein mit den 7 Künsten der Magie und so weiter. Es könnte vielleicht ein bisschen zu viel gewollt sein. Also da muss man wirklich einiges an literarisches Geschick mitbringen, dass eine so ausufernde Fantasy-Welt geboten wird und man trotzdem ein Bild davon bekommt. Und dass das dann nicht einfach nur so als so eine leichte Hintergrundkulisse, ja, man weiß nicht so richtig, aber man nimmt es irgendwie hin, wird, sondern dass man wirklich ein Feeling, eine Empfindung, ein Gefühl für diese Welt bekommt. Wir haben hier drei sehr unterschiedliche Figuren, die einen hier durch die Geschichte leiten wird. Es wird hier, glaube ich, so ein bisschen schwarze Magie mit Genetik kombiniert, was ich einfach eine interessante Kombination finde. Kann auch immer so ein bisschen schwierig werden, wenn immer so versucht wird, so ein bisschen wissenschaftlicher zu werden und durch die Lücken, die dadurch entstehen, das dann einfach so, ja, ist das halt der Magiefaktor, ne? Also kann auch wieder gut gemacht sein, muss nicht. Sowas ärgert mich in der Regel immer so ein bisschen. Also gerade so, was Biologie und Physik angeht, wenn dort logische Lücken drin sind, dann triggert mich das immer so ein bisschen. So, ich mag das dann immer nicht so. Kann natürlich aber auch wahnsinnig gut gemacht sein. Ne? Das könnte ja hier auch ein positiver Herausstecher sein. Ich kann leider nicht sagen, ich bin mir gerade nicht so sicher, das klingt nicht nach einem Einzelband. Es klingt nach einem Auftakt. Wie viele Bücher dort noch folgen werden, keine Ahnung. Und es klingt vor allem actiongeladen. Also das klingt nicht nach einer locker leichten Lektüre mit ganz viel Liebesdrama und so. Das hier scheint so ein bisschen actiongeladener zu sein. Spannender. Und so leicht wie der Dezember gestartet ist, verlassen wir ihn auch wieder. Ebenfalls 27. Dezember erscheint dann Degrees of Engagement. Glaube ich, hieß es, ne? Ich musste gerade so ein bisschen, da ist die Seite wieder. Glückwunsch. Genau. Die Stam Romance des Jahres für alle Fans von Emily Henry. Sagt mir gar nichts.
Also wirkt auch hier wieder eine lockerleichte Liebesgeschichte. Alles in diesem Buch ist vorhersehbar. Es geht hier nicht um die Handlung selbst, sondern es geht um die Emotion, um das Feeling, was vermittelt wird. Wir haben hier eine Protagonistin, die durchaus intelligent ist, auf der Karriereschiene ist, allerdings dafür nicht die Anerkennung bekommt, weil sie ist Single. Und wo ist denn der Ring an ihrem Finger so ungefähr? Ne? Also da ist durchaus ein feministischer Touch drin. Jetzt kommt es darauf an, wie der aufgebaut ist. Beziehungsweise ob er aufgebaut und ausgebaut wird oder ob der mit Füßen getreten wird. Natürlich mit Farbschnitt. Hass. Ja, Farbschnitte ist nicht meine Welt. Wie gesagt, das wird hier keine weltbewegende Literatur sein. Aber wie gesagt, auch hier wieder die Rahmenbedingungen. Wir haben hier durchaus eine Protagonistin, wo mehr hinterstecken könnte. Und ansonsten einfach ein Jahresende etwas fürs Herz hier auf dieser Liste. Und damit ist die Liste auch zu Ende. Das war es dann soweit auch gewesen. Das war meine Aussicht für das Jahr 2024, beziehungsweise für den Dezember. Ne? Wir haben das ja hier immer schön gestückelt. Ich hoffe, es ist vielleicht auch ein Buch für euch mit dabei. Wie gesagt, war sehr überrascht, wie viele Bücher letztendlich denn doch auf die Liste für den Dezember gelandet sind. Also sonst bewegt sich meine Liste auf, wenn ich Glück habe, ein Buch. Und jetzt waren es wie viele? 9 Bücher. Wow. So darf ein Jahr zu Ende gehen, mit dem Luxus von, oh mein Gott, welches Buch soll ich denn nur lesen? Ich hoffe, für euch geht ein erfolgreiches Buchjahr zu Ende. Ich hoffe, es startet ein genauso gutes dann im nächsten Jahr. Das war es sonst soweit auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch dann noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.